Fisch. Ich bin da gerade im Yosemite National Park in Kalifornien und da hinter mir ist das Yosemite Tal. Und ja, bin jetzt den ganzen Tag schon da. Vorher war ich da ganz hinten, da gibt es so einen kleinen Deich, Stadeich quasi. Und da bin ich mal so ein Echtel in den Schatten für die Baum gelegen und habe mir ein paar so Gedanken gemacht. Das hinter mir ist ein Nationalpark, so was gibt es in Österreich auch. Und der Sinn für den Nationalpark ist ja ganz nett. Die wollen da die Natur präservieren, die erhalten so wie es ist, aber gleichzeitig auch Leute anschauen lassen. Ich glaube, die Idee war wahrscheinlich, damit die Leute was zahlen, damit man das Ganze finanzieren kann. Man wird es zwar nicht erahnen, aber da hinten in den ganzen Bäumen, da geht der Straßenzug, zwei oder drei sogar. Und da ist ein fettes Touristenzentrum dort hinten. Mit Hotels, mit Restaurants, mit Museen. Allem möglichen, was man jetzt so braucht als Tourist. Ganz viele Campingplätze, die alle schon bis September ausgebucht sind, was ich gemerkt habe. Aber solange es für die Erhaltung der Natur geht, kann man da nichts dran bemängeln, oder? Der Parkranger kommt, schaut mir ganz schräg an. Ich komme freundlich. Naja, auf jeden Fall habe ich nachgedacht und habe gedacht, wie ist das eigentlich bei uns daheim? Ich meine jetzt mal von meiner Situation daheim ausgehend, meiner persönlichen Erfahrung. Und zum Beispiel mein Opa, der Jäger, und der ist wie Jäger halt so sind, ein naturverbundener Mensch. Er sagt, er mag die Natur gern, er fährt nicht so gerne in der Stadt herum, in der Natur, da fühlt er sich wohl. Da habe ich nachgedacht, was ist eigentlich Natur bei uns in Österreich? Die Natur, was wir noch haben, die ganzen Viecher, die werden ja alle schön reguliert von den braven Jäger. Die Wälder, was wir haben, vor allem da, wo ich herkomme, halt im Vorland, wo es ein bisschen hügeliger liegt, aber schon eher flach ist. Die Wälder sind eh nur die kleinen Reste, was übrig geblieben sind, von den kleinen Bachel, wo man halt kein Feld hinbauen kann. Das heißt, das sind nicht die Bäume, was übrig geblieben sind. Und wenn die Bäume stören, schneiden wir es sowieso um. Also das ist mal unser Wald, das ist, was ich als Wald verstehe oder verstanden habe, als Bauer. Felder, ja, macht man nicht drin. Alles ist voll mit Feldern, wo es geht, auch klar. Und die Bäume, die Wälder in den Bergen, wo es natürlich deutlich mehr gibt, sind natürlich auch alle beforstet. Was ich nur von der Schule weiß, was wir gesagt haben, ist, dass ja in Österreich, das war ja bedeckt mit Mischwäldern. Aber wenn man sich das heute so anschaut, wo gibt es denn noch Mischwälder? Das ist eigentlich eh alles Nadelwald, oder? Das sind alles Monokulturen, wie man so schön sagt. Es schaut zwar nicht schön aus wie ein Wald und so, aber wird alles bewirtschaftet und verbraucht im Endeffekt. Es gibt zwar angeblich nur einen Urwald in Österreich, ich habe irgendwie so Informationsmaterial, hat man aber noch nicht angeschaut, soll es geben. Bäume generell. Ich kann mich erinnern, bei mir bei der Straße da, da geht so eine Landstraße vorbei und früher ist das links und rechts, sind da Bäume halt gestanden früher. So Mosthüpfelbäume. Hat eigentlich ganz nett ausgeschaut, man hat Most gehabt, aber mittlerweile gibt es die Bäume nicht mehr. Mittlerweile wird das Feld daneben größer geworden. Das heißt, im Endeffekt hat der Bauer die Bäume, also neben der Straße stehen, weggeschnitten, umgeschnitten, weggemacht, damit er einen Meter mehr Feld hat. Und das ganz einfach, weil sich der Meter mehr Feld anscheinend mehr auszahlt, als selber einen Most anbauen daheim. Ist so anscheinend. Ja, irgendwas wird ich nur sagen. Das bin ich wieder. Ah, genau, die Flüsse. Die Flüsse wollte ich auch noch erwähnen. Wir haben sind das Land der Berge und Land der Ströme und was weiß ich alles. Die Flüsse, was wir haben, sind ja wunderschön und so, aber die meisten, wenn man sich die anschaut, sind sie ja eh begradigt, in kleine Kanäle verwandelt worden. Also die werden ja alle auch genauso kontrolliert. Es gibt so noch so schöne Augengebiete. Manchmal gibt es eh noch aus dem Blick, aber die meisten sind begradigt, damit die schönen Leute daneben wohnen können. Ich meine, es klingt so ein bisschen bass, aber eben Hausverstand eigentlich ist, wenn man ein Haus neben einem Fluss baut, dann kann es halt passieren, dass der Fluss ein bisschen übergeht und mein Haus nass wird. Aber ich meine, das weiß ich vorher auch schon. Ist ja nicht so. Ja, wurscht. Aber heutzutage ist das ja einfach, da macht man einfach ein bisschen Beton hin und dann rennt der Fluss gerade und dann stören sie das nicht mehr weiter. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Das sind ja so Gedanken, was ich mir gemacht habe. Österreicher, wir Naturburschen in unserem schönen Land der Berge. Ja. Ich hoffe, meine Danke. Tschüss.